Wir müssen gehen. Sorge Herr Stab ist unser Umbausage. Kötter! Sarkas! Nichts drauf, die Vögel! Drauf hat er eh nichts. Ich hab noch nie einen Heiltrank oder so nutzen müssen. Naja, Akt 1. Oh, explodierende Hand. Ja. Passive Fähigkeit. Das geht noch nicht. Ich wurde geheilt. Die Glocke erinnert mich immer an One Piece. Oh, das ist ja nice. Hm? Äh, 100 mehr maximale Geisteskraft. Und man hat noch so eine kleine Regeneration drin. Noch Neues gelernt, nachher hier. Die ansässigen Kassra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kassra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Wieso? Ja, wollte ich einfach sagen. Unsere Tropftür wurde übrigens jetzt wieder repariert. Tropft das jetzt nicht mehr durch die Decke? Nee, nachdem wir die Decke abgenommen haben, kann er nicht. Nee, wir haben... Die Decke, gestern war ein Handwerker, nee. Doch, gestern war ein Handwerker da, der hat sich das angeguckt. Dann hat er gesagt, wir müssen halt die Decke weg haben. Dann haben Roger und ich die Decke gestern abgerissen. Und jetzt haben die das heute repariert. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Alter, was da abgeht. Jetzt halt. Echt jetzt? Ja, ja. Nice. Es ist, wie in die Ident- Draufklicken. Oder linksklicken. Ah, da. Boah. Ein Gürtel für mich. Zeig mal, ich will ihn sehen. Boah, wie das aufleuchtet. Ja, Mann. Stärke in Leben pro Treffer. Oh, das ist echt nett. Mhm. Oder das kann man ja echt gar nicht mehr übersehen. Beziehungsweise der leuchtet jetzt erst nach dem Identifizieren, so habe ich das Gefühl. Stärke in War, nice, hier. Davor hat er nicht so geleuchtet, glaube ich. Nee, vielleicht hast du auch noch zu schnell aufgenommen oder? Okay, wir sehen mal beim nächsten Mal, wenn es droppt. No. Aber nice, dass endlich auch mal was droppt, weil sonst hatten wir es ja nie. Mhm. Komplett bis 60 gespielt, nicht ein Legendary, ich hallo? Hab, ich hab ein Monk-Item bekommen. Das ich hab gar kein Legendary gesehen bis 60. Ich hab... Ich glaube, ich hatte vor Alex sogar ein Legendary und danach nie wieder. Ich weiß gar nicht mehr, oder? War das so nicht? Doch. Ich glaub schon, ja. Weiß es nicht mehr, genau. Ich glaube, das war sogar was für mich.
War der Nephalem-Buff ja, eigentlich von Anfang an drin? War das nicht irgendwelche Handschuhe oder so? Oder sowas für deinen. Ja, genau, irgendwie sowas relativ langweiliges. Oder Schuhe. Schuhe, ich bin von Schuhe. Ja. Und der Nephalem-Buff, der war nicht von Anfang an drin. Nee. Nee, oder? Doch. Nein. Oder? Stimmt, den haben sie ja dann nochmal reingequetscht. Hm. Oder? Warte mal. Wir sind doch, als wir 60 wurden, war der schon da. Meine auch. Doch, der war schon da. Ja, wir haben ihn schon auf Hölle hochgesetzt. Wir haben nur erst ganz spät gehört, dass es geht. Meine ich, irgendwie so. Irgendwie sowas, ja. Das geht noch nicht. Das also ich finde es wirklich geil. Was ist geil? Glocke. Die Glocke. Voll auf der Glocke. Ich muss ganz ehrlich sagen, deine Knochenvogel sehen scheiße aus. Ich find sie auch nicht so cool. Ich find die ganz cool für Witchstücke oder so, aber bei Monster, das sieht gerade die ganze Zeit voll buggy aus. Für einen Witchdoktor oder so könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Der Barbar vielleicht auch, aber männlicher dann. Hast du was gegen Hildegard? Ja, du siehst einfach scheiße. Du hast einfach nur Angst vor starken Frauen. Du kannst deine Flügel ja ausmachen, aber du kannst deinen Charakter nicht ausmachen. Nein, du kannst deinen Charakter leider auch nicht ausmachen. Oh. Ja, schlecht, dass meiner gut aussieht, ne? Nein, ich meine deinen Real-Life-Charakter. Ja, irgendwie ist das Klar kann ich den ausmachen. Gib mir eine Waffe und ich mach ihn aus. Ja, dann ist er sehr aus. Geht auch nie wieder an. Ist halt ein Hardcore-Schaden. Ja, ich spiel auch nur Hardcore. Oh, wer ist Schienbein? Schienbein? Ich bräuchte Ringe und Schultern und Ammo. Euer Fleisch ist schwach. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Ob's das? Meine Spione sagen mir, dass sie das nicht ja. Die sich in der Wüste und Heilung verbirgt. Na, mir hat's auch aufgeleuchtet wie so ein Schnitzel. Das hat jetzt auch aufgeleuchtet. Vielleicht war ich nicht bei Studio schnell gerade. Diesen Ort kann ich nur als Provinziell beschreiben. Voll von Bauern, Teilchen und einem alten baufälligen Kloster, das dem König von Kantor kaum gerecht wird. Es. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Ich versuch's, hab's auch gleich gewusst. Ich musste auch drüber gehen. Jetzt habe ich drei von diesen Schienen, meine. Sonst brauchst du du brauchst kein Zweihandding, oder? Ich hab hier so ein. Oh ne, sorry, Post. Ich hab eine sehr gute Waffe. Es sei denn, das ist ein sehr gutes Zweihandding. Ne, ist nichts. Nein. Hier vielleicht zum Kopf, keine Ahnung, ob du den brauchst. Wo sind die Schuhe, die ich gerade vergessen habe? No, sir, but please thanks for the Angebot. No problem. Was heißt Angebot auf Englisch? Offer, ah ja, stimmt. Please make a offer, ja, doch, kommt mir bekannt vor. Thanks for your offer, weil das ist nicht verrückt, einfach.
Ja, genau, da habe ich das auch schon mal gehört. Thanks for your... Ja. So. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen mehr Bonus-EP pro Mob. 20. 38. So. Ganz ohne Witz, geht echt nur darauf. Scheißt halt ein bisschen auf Schaden. Ich hab schon geschaut, was ich habe. Ich hab sonst keine anderen Items damit. Ab ich meine, 23. Wenn ihr dann seht, dann droppt hier, dann verliert er da 0,8 Schaden, aber er kriegt 4 EP mehr pro Mob. Weil das summiert sich so pervers. Ja. Kann sein. Wo geht's wenn mehr? Ich was sehe, nehme ich's mit. Ui, ui. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, wieso unser Portal wieder zurücknehmen, dachte ich. Ja. Ich anwesend. Produkt der Langeweile. Jetzt habe ich nur noch 37 GP pro Mal. Aber dafür ein gutes Stück mehr. Sie ist nicht aufzuhalten. Wie viel Leben habt ihr? 108. 418. Siehst du doch bei unseren Charakteren noch nicht. Das stimmt. Ist es normal, dass die Dings-Charakter weniger die Milis? Du bist zwei Level kommt über uns. Aus Ausrüstung an. Macht ja. Zwei Level viel mehr Leben aus? Wenn du Vitalität hast, ja. Hast du Vitalität auf deinen Items? Nur auf einem Ring, ja. Aber sonst nicht. Wurf, schleudert eine Wurfwaffe, wir machen mal. Why not? Wo kann man eigentlich sehen, wie viel Mob man pro EP bekommt? Ja, genau. Wie viel EP man pro Mob wirklich bekommt, also das. Gibt keinen Kampflog, glaube ich, oder? Weiß ich nicht, das ist ja die Frage. Ja. Dass ich sehe, der Mob hat mir jetzt 60. Naja, einen Mob umhauen und schauen, wie viel. Du kannst auf die Leiste gehen und musst halt genau einen Mob umhauen. 1280 steht in 12804. Warte mal. Würden wir einen Tüss zum einen Mob? Ja, das ist jetzt. Ich kann das nicht, ich hab nur AE-Spells. Ich hab auch nur AE. Ja, das so, war einer. 12804 und das. Ich hab immer noch 12804, der gab gar nichts. Jetzt? 12921. Also 110 EP oder so. Muss jetzt kämpfen, sonst sterbe ich. Was? Muss jetzt kämpfen, sonst sterbe ich. Hab dich schon geheilt. Ich will hier nie leben, Mann. Weil du auch zwei Blocker vorne hast. Die mit da drin, du Feini. Krieg hier gut aufs Maul von denen. Ja, ich glaube, das könnte sogar selbst mit Monsterstufe 10 auf Albtraum Hölle vielleicht sogar ein bisschen interessant werden. Sollte auch. Nicht für dich, Henrik, nicht für dich. Wir werden sehen. Du kriegst deinen Falkenschlag. Ich habe Hölle, war für mich einfacher als Normal. Du schauen wir einfach. Halt... Solange es Spaß macht, ist es mir egal. Und solange ja, Inferno nicht wieder ein ewiges Gekeite wird, spiele ich das auch gerne drin. Ein AE-Schlag, das war für mich normal, das weiß ich noch. Für dich wurde normal auf einmal. Für dich wurde Höllehammer schwer auf einmal. Weiß ich noch ganz genau, da bist du öfter gestorben und ich, für mich war es einfacher als normal. Ja, ich bin in Hölle fast nie gestorben, ich habe so ein Verbal da vorne stehen. Ja, aber trotzdem, für dich war es schwerer auf einmal. Für mich war es einfacher, weil ich einfach immer, du als Barbar gehst halt einfach, springst da rein in die riesen Mordmüll und hast dich jetzt nur AE, AE, AE und Lukas. Weißt du noch meine Imba-Rüstung, dieses Energieschild, was sie am Anfang so overpowered war? Hm. Das war schade, dass sie es genervt haben. Jeder Schlag, der dich tötet, bringt dich nur 35%. Alles in Inferno tötet dich. Du kannst kaum sterben. Nur durch Gift und so, ja. Das wird so schnell gefixt, ey. Aber da sieht man mal, wie wenig das getestet wurde. Foliant, weil... Henrik, da, aber egal. Hä? Der Foliant in der Ecke, das gibt gut EP. Ein übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der Junge zweimal ich noch, also noch eine Stunde in unserer neuen Wohnstätte wohlzufühlen. Der vielleicht leide ich einfach vor mir oder so dann. Gleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch das den noch nachholen, dann. Umgebungswechsel. Schon wieder was Neues bekommen, ey. Oh, eine dritte Fähigkeit. Wir brauchen mehr Zeit.
Mal benutzen. Ah, das ist jetzt. Wusch! Voll in die Fresse. Noch nicht bereit. Das ist auch nice. Das ist nice, red dich aus. Was habt ihr für dass meine Heilung auch Schaden macht. Für Schaden stehen im Ich bin geheilt. 45,9. 31. 41,63. Alex ist unser Top-DD. Kuss! Hendrik macht gar keinen Schaden. Ist aus. Ah, so, okay. Ich. Trollalala. Ich habe eine neue 3-Fragezeichen-Runde geladen. Nice. Mhm. Worum geht's da? Hier mit Link. Um die 3 Fragezeichen, die lösen deine Frage. Echt? Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Folge 160, das weiß ich noch. Ich dachte, es würde dieses Mal wieder um die 3 Freundinnen der 3 Fragezeichen gehen. Die waren geil eigentlich. Ja, was? Oder welche meinst du jetzt? Welche 3 Freundinnen? Ja, die hatten irgendwann geschätzt Folge 80 rum so Freundinnen. Die irgendwann noch einfach, glaube ich, wieder weg waren. Nee, also die Freundin von Justus kommt immer wieder. Ja, aber die, aber Bob und Peter hatten so richtig Feste und so. Ja, ja, ich weiß. Die auch Sex gehabt? Nein. Ja, jeden Tag. Aber es gibt ja auch noch so weibliche 3 Fragezeichen. What? Ja. Lukas, immer wenn ich 3 Fragezeichen irgendeine Folge mit euch gehört habe, dann muss ich danach dann immer an diesen Film denken und die kleinen Kinder, und hab mir immer das vorgestellt, wenn diese kleinen Kinder das machen würden, was da in der Serie drankommt. Und es ist einfach so lustig. Wieso, wie so sieht fail das jetzt aus? Eigentlich. Ja, die dachten das halt, dass sie mit dem Kinderfilm deutlich mehr Leute ins Kino locken können, als dann irgendwie 16-, 17-Jährige. Ja, aber es gibt auch weibliche 3 Fragezeichen in einer Folge. Das ist die Folge, wo sie zu so einem Indianer-Hotel gehen. Stimmt, stimmt, das ja. Versteckt. Und da sind auch diese 3 weiblichen. Die haben sind die sogar die genaue Abbild im Grunde genommen von diesen 3 Fragezeichen. Bromatch. Ja, und die arbeiten aber nachher relativ sogar zusammen. Haben die auch Sex? Ja, haben sie. Das ist ein erotisches Hörbuch. Ne, nur mal so. Die kommen sogar nachher in irgendeiner Folge wieder vor und die kommen so vor, dass die 3 Fragezeichen um Hilfe bieten. Weil eine kommt auf den Hof der 3 Fragezeichen gerannt und sagt, Hilfe, wir kommen bei einem Fall nicht weiter, und die anderen sind weg irgendwie. Ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle zu geben. Also wenn jemand Lust hat, kann er jederzeit in meinen Account einloggen mit dem Hexenmeister, den Endboss und Feuer. Na, mach ich mal kurz. Ja, das ist mein Ernst, vielleicht habt ihr ja wirklich einer von euch Lust. Das ist meine Herausforderung. Ich weiß nicht mal, wie man Hexenmeister jetzt spielt. Dann müsste ich erst mit der Herausforderung meistern, einen Hexenmeister zu spielen. Dann müsste ich ihn auch noch gut spielen und das dann noch mit Krippel der Krippel. 1, 2, 3, 4, 5 und R. Und ansonsten brauchst du nur die Tasten für den Mob, den du kontrollierst. Ja, so sind alle Charaktere. Kannst auch hier Monk nächstes Mal spielen. Musst auch nur 1, 2, 3, 4, 5 und E und R. Wow. Und wie geht's weiter? Was willst du denn sonst machen? Das ist Feuerbrand, Flug der Elemente drauf, verbrennen, 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 Chaosbolt, verbrennen, 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 Chaosbolt. Erklärt, fertig. Feuerbrand aufrecht halten. Da hat sich sehr viel geändert. Cooldowns schmeißen für mehr Schaden. Toll. Ansonsten, die anderen Sachen brauchst du ja. Für PvP gibt es ganz viel mehr, das ich erklären könnte, aber das brauchst du ja für diesen Boss nicht. Weiß nicht, da musst du ja viel ausweichen. Also glaube ich schon, dass du das brauchst. Ja, laufen brauchst du. Du stellst dein Dämonentor, dass du out, line of sight rennen kannst. Und ansonsten, nö. Oh, was hast denn sonst so ausweichen? Gibt's denn? Wack teleportieren. Ja, das ist das, du brauchst ja dein Portal.